Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keusch das Autohaus. Mein Name ist Sebastian und heute stellen wir euch den Toyota Yaris Cross vor. Den Yaris Cross gibt es in 5 Ausstattungsvarianten und 2 Motorisierungen. Die eine Motorisierung ist reiner Benzinmotor, 1,5 Liter Hubraum mit 3 Zylinder und 125 PS. Und den gibt es ausschließlich mit Handschaltgetriebe, 6-Gang. Die zweite Motorisierung ist ein Hybridantrieb mit einer Systemleistung von 116 PS. Sprich, wir haben einen Elektromotor und einen Verbrennungsmotor. Auch 3 Zylinder, auch 1,5 Liter Hubraum. Der ist nur kombinierbar mit Automatikgetriebe, weil es rein technisch nicht möglich ist. Anders und zusätzlich hat man dann noch die Wahl zwischen Allrad oder eben reinem Frontantrieb. Und die Preisrange vom Yaris Cross ist von 20.000 bis ca. 35.000 Euro. So, jetzt schauen wir uns einmal das Exterieur ein bisschen an vom Auto. Wenn wir jetzt einmal auf die technischen Finessen eingehen, wir haben da beim Yaris Cross ganz neu und in diesem Segment aktuell einzigartig das Matrix-LED-Licht. Das bedeutet ein blendfreies Fernlicht. In dem Fall haben wir auf jeder Seite 11 einzeln angesteuerte LEDs, die praktisch den Gegenüber, wenn wir auf der Straße fahren und es kommt einem Auto entgegen, kastelt das aus und somit wird der Gegenverkehr nicht geblendet, aber man kann trotzdem weiter mit Fernlicht fahren. Also das ist echt eine Besonderheit, die man da herausheben möchte. Des Weiteren, wenn wir kurz zum Auto zurückgehen, haben wir bei den Heckleuchten auch meiner Meinung nach eine spezielle Geschichte, und zwar in dem Segment unüblich einen wischenden Blinker. Und das schaut natürlich visuell, also wenn man den aktiviert, relativ lässig aus. Als Vergleich zum Yaris Cross haben wir euch den Yaris mitgenommen. Also der kleine Bruder in dem Fall. Und der Yaris Cross ist im Prinzip nur die SUV-Variante des Yaris, hat aber auch ein ganz eigenständiges Design, ist größer, Längenunterschied liegt bei 24 cm und natürlich auch, wenn Leute mehr Platz brauchen, haben wir das größere Kofferraumvolumen von ca. 400 Liter bei der Nicht-Allrad-Version. Und wenn man es vergleicht mit dem normalen Yaris, liegen wir da bei 280 Liter circa. Also da haben wir schon deutlich mehr Platz, wenn der Bedarf hier ist. Also wir haben jetzt im Yaris Cross die neueste Version des Infotainment-Systems verbaut, die auch Toyota generell anbietet. Wir haben jetzt Echtzeit-Navigation und einen größeren Display, in dem Fall 9 Zoll. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, dass wir die Updates over the air machen. Das heißt, man braucht für diverse Software-Updates bzw. Karten-Updates nicht mehr in die Werkstatt fahren, sondern das funktioniert jetzt alles wie beim Handy. Und was auch eine super Geschichte ist, wir haben kabelloses Apple CarPlay und Android Auto. Sprich, man braucht da kein Kabel mehr verwenden, dass man das Ganze verbindet. So, und jetzt steht das Video oder das Ende bald an und wir sind schon wieder am Rückweg. Oh, da sehe ich, wir können abbiegen. Gut, dass wir einen Allrad haben, weil jetzt werden wir uns da kurz durch die Wiese hauen. Und wie ich gerade spüre, er funktioniert gut. Also, macht es gut, danke.